Grüß Gott, mein Name ist Bernhard, ich komme aus Bernhardswald und bin ja daheim. Heute möchte ich was machen und zwar panierte Schnitzel in AMC mit ganz wenig Öl. Und dafür haben wir bei AMC unsere Spezialpfanne. Was das Besondere ist, diese Pfanne hat auch zur Bienenwabenbrust drin. Das heißt, ich brauche da bloß ganz wenig Öl, das läuft in die Waben ab und das Schnitzel liegt hier oben drüber. Ich habe das Schnitzel schon jetzt paniert und da hat mir jetzt eine ganz erfahrene Hauswirtschaftsmeisterin, die war eine ältere Frau, ist das, hat gesagt, nicht Schnitzel einfach ins Fett hätte, sondern tut einem Teller ein bisschen Öl, am besten so ein Bratöl, wo sehr hitzebeständig ist. Und da ziehen wir das Schnitzel jetzt so durch und dann legen wir das Schnitzel hier so in die Pfanne rein. Das nächste genauso. Durchziehen, oder? Dann drehen wir das hier um. So. Gegebenenfalls kommt da ein bisschen Öl nachher da. So. So, passt das schön. Das tun wir da noch her. So. Dann tun wir das noch da rein. So. Und jetzt geben wir einen Deckel drauf. Nehmen wir unseren Piepser her. Drücken wir einmal drauf. Dann kommt das Zeichen drin. Dann lege ich das hier da zum Bratfetzer, zum Kotelett her, brate zweimal rundum und bleibe beim Kotelett stehen. Und dann Herd schalte ich auf Fully Pulley, beim Navigenio auf Stufe 6 oder hier bei dem Herd auf Stufe 9. So. Inzwischen piepst er, das heißt, der Zeiger ist durch das Kotelett drüber gegangen. Das drückt man einmal kurz drauf und schalten den Herd auf Stufe 3 zurück. Oder beim Navigenio auf Stufe 2. Jetzt haben wir ca. so 180 Grad drin. Das Schnitzel bäckt jetzt schön. Und wenn der Zeiger dann hier auf 90 Grad kommt, dann ist der Wendepunkt erreicht. Das ist jetzt gleich soweit. Dann können wir dann kurz reinschauen. Dann piepst es. Und das Schöne ist, ich brauche nicht dabei stehen bleiben. Sobald das Schnitzel dran soll, pfeift er mal wieder. Gell? Er hat die 90 Grad erreicht. Er piepst wieder. Das heißt, jetzt kann ich das Schnitzel umdrehen. Dann tippt sie dann runter und dann schauen wir mal rein. So, da. Schaut her. Schaut euch das hier aus. Die Brüste, schön knusprig braun, die Fahrzeug, super. Schön goldbraun, schön knusprig, ganz toll. Danke. So, da. Durch den Deckel wird die Feuchtigkeit kurz auserwischen. Und jetzt lege ich einen Deckel drauf, mache meinen Kamin auf. Da kommt der große Vorteil bei AMC, sechs die Feuchtigkeit kann entweichen. Überschönlich Stauhitze und das macht das Schnitzel unwahrscheinlich knusprig und sauber. Das lassen wir so 2-3 Minuten ziehen, dann ist das Schnitzel fertig. Jetzt sind ca. 3 Minuten vergangen. Jetzt schauen wir mal rein, wie das Schnitzel schön ausschaut. Super. Schön goldbraun, wie es normalerweise sein soll. Schön, super. Ganz, ganz schön. Dann ist schön die Rückschnur auch schön. Und jetzt schneiden wir gleich ein Schnitzel ab und probieren wir es ein bisschen. Schaut sie mal her. Super, schön saftig, wie ein Schnitzel sein soll. Gehe ich dazu, da probieren wir gleich eins, das schmeckt wirklich super. Einmal, schön satt, wie ein Schnitzel sein soll. Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Ausprobieren. Also, am besten schmeckt so ein Schnitzel mit einem schönen, guten Kartoffelsalat. Jetzt sehen wir das raus. Also, schaut sie her, auf beiden Seiten schön goldknusprig braun, wie es sein soll. Und dann ist es so, wenn man gern so ein Schnitzel isst, passen auch Preiselbeeren gut dazu. Gut. Ich würde sagen, das schaut schön aus.